Die 21-jährige Caro ist 21. Vor 3 Jahren ist sie wegen ihrer Mutter zu Hause ausgezogen. Ihre kleine Schwester ist 23. Mit der Katastrophe, die auf sie wartet, hat Caro vor 3 Jahren gerechnet. Steffi? Caro? Was ist passiert? Was ist los? Was ist los? Was ist mit deinem Auge passiert? Darf ich kurz fragen, wer Sie sind? Caro Wilms, Ihre große Schwester. Was ist passiert? Das war Marc, dieser Arsch. Hat er dich geschlagen oder was? Er ist total ausgerastet. Um das gleich mal kurz abzukürzen. Wir haben ihre Schwester auf der Straße aufgegriffen. Ja. Sie wollte unter keinen Umständen von uns aufgegriffen werden. Sie sagte, dass die Verletzung von ihrer Mutter zugeführt wurde. Ja, das ist Marc, das ist meine Mama. Der war schon immer total aggressiv, aber dass er sie irgendwie mal schlagen wird oder so, das hätte ich gedacht. Wenn Kinder wie Steffi häusliche Gewalt erfahren, dann ist es gut. Ich bin selbst vor 3 Jahren zu Hause schon ausgezogen, weil ich mit meiner Mutter schon immer Stress hatte. Geschlagen hat er mich. Eine Stunde später. Caros Freund André nimmt Caros kleine Schwester. So was macht man einfach nicht. Was soll das? Was macht Steffi bei uns im Bad? Ja, André. Und, ganz ehrlich, ich hab da gar keinen Bock drauf. Lass mich dir das bitte erklären. Nein. Willst du nur Stress? Nein, ich geh duschen. Boah, jetzt. Ich fand Andres Reaktion einfach nur scheiße. Ich meine, das ist meine kleine Schwester. Und, ich bin die große Schwester. Und ich meine, das ist meine kleine Schwester. Und die große Schwester. Das ist doch selbstverständlich. Der nächste Tag. Caro pendelt zwischen 2 Jobs, um sich über Wasser zu halten. Die 21-Jährige hat kaum Zeit, um zu kommen. Doch dann kommt... Steffi? Was machst du hier? Warum bist du nicht in der Schule? Du glaubst doch nicht, dass ich in die Schule gehe. Außerdem habe ich keine Klamotten und meine Schulklamotten habe ich auch nicht da. Ja, an meinen Klamotten hast du dich ja ordentlich bedient. Ja. Sorry. Nein, wir machen das so. Ich versuche das mit meiner Arbeit zu regeln. Und dann fahre ich irgendwie bei Mama vorbei und hol noch ein paar Sachen für dich, ja? Ja. Gut. Ich wollte dich noch was fragen, und zwar könntest du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Ja, klar. Ich gebe dir was mit. Ich finde es klasse, das ist wunderbar und in Ordnung. Allerdings sollte sie darauf achten, dass das zur Gewohnheit wird. Ich gebe dir meine EC-Karte mit. Mhm. Könntest du damit einkaufen gehen? Ja, sicher. Irgendwie, weil einkaufen, nee, da habe ich keine Lust drauf. Also nicht viel, irgendwie ein bisschen Brot, Nudeln, ein bisschen Ausschnitt oder sowas. Dann gebe ich dir die mit. Ja. Warte, der PIN ist. 1, 2, 5, 8. Okay. Ja? Aber Steffi, mach bitte Scheiß damit, ja? Ja, aber was für ein zweiter Job? Ja. Ein Job reicht da nicht. Krass, okay. Ja. Aber ich muss jetzt wieder los, meine Pause ist zu Ende, ja? Ja. Mach keinen Blödsinn. Mach ich da auch. Ciao. 3 Minuten später. Caro ahnt, dass ihre kleine Schwester ganz andere Pläne mit ihrer EC-Karte hat. So cool, dass du Zeit hast. Ich habe voll das geile Top im Schaufenster gesehen und ich brauche dich als Shoppingbegleitung. Ich dachte, du warst pleite. Ich war pleite, aber die Karte habe ich von meinem Schwesterherz bekommen. Und wir sollen einkaufen gehen. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich habe so Stress mit meinen Eltern. Am späten Nachmittag. Steffi und Freundin Jessie haben für mehrere Euro mit Caros Karte geshoppt. Hey, was ist denn hier los? Sag mal, spinnt ihr? Seid ihr jetzt völlig durchgeknallt oder was? Was soll das? Was soll die Sauerei hier? Du kannst schön nach Hause gehen. Was? Du willst mich jetzt hier rausschmeißen? Wir können doch noch Spaß haben zusammen. Nein. Ich geh jetzt den Müll wegbringen. Alles rausschmeißen, was keine Miete zahlt. Perfekt. Hey, mach die Tür auf. Mach mal auf jetzt, hey! Mach auf jetzt! Mach auf! Ja, 20 Minuten später. Caro ist 21. Ich weiß, ich bin gerade richtig ausgerastet, ne? Wenn das stimmt, was André sagt, bin ich echt enttäuscht und sauer. Ich habe Steffi meine EC-Karte gegeben. Am nächsten Tag. Caro hat ihre Schwester missbraucht. Hey!
Steffi. Geiles Outfit. Gibt's das auch in cool? Sehr witzig. Ey, wo warst du die ganze Zeit? Weißt du, dass ich Krankvorsorge bin? Ich habe in der Nacht kein Auge zugetan. Außerdem hatte ich noch einen riesen Streit mit André wegen dir. Ich war mit André unterwegs. Der Spieße soll sich mal wieder einkriegen. Steffi, du hast den ausgesperrt. Hey, bitte nicht. Weißt du eigentlich, wie ich mich fühle im Moment? Nein, ich will ihr eigentlich nur noch zeigen, dass ich wirklich immer, immer für sie da bin. Nein, ganz klar. Sag mal, kannst du mir vielleicht 20 Euro leihen? Steffi, ich habe kein Geld mehr. Bitte. Ich habe die Promokasse hier. Caro kann natürlich nicht einfach in ihre Schwester greifen. Sie riskiert ihre Schwester. Wenig später. Caro fackelt ihre Schwester bei ihrer Mutter ab. Währenddessen macht André eine unschöne Entdeckung. Caro ahnt Schlimmes. Und tatsächlich, ihre kleine Schwester hat offenbar für über 1.300 Euro online eingekauft. Hallo, ich bin. Ich bleib aber nicht lange. Was ist denn los? Alles klar? Guck dir das an. Guck dir das doch an. Ja. Was hast du dazu zu sagen? Naja, da hast du wohl ein bisschen zu viel eingekauft. Ja, Gott sei Dank wird Caro hier mal richtig wütend. Das ist auch an der Zeit und nur das kommt bei Steffi an. Und solange das kontrolliert ist und verständnisvoll, hat sie ja gar keine Idee, warum sie was anders machen sollte. Say something, I'm giving up. Ja, wow. Ich bin wirklich beeindruckt. Drei Monate später. Caro und André haben sich ausgesprochen. Steffi lebt in einer eigenen kleinen Wohnung, in der sie vom Jugendamt betreut wird und hat eine Therapie begonnen. Alle sind wieder zu einer richtigen Familie zusammengewachsen. Stiefvater Marc hat sogar die entstandenen Schulden übernommen. Unter der Bedingung, dass Steffi ihm das Geld in Raten zurückzahlt. Schön.